Ach, ist Otto. Ich nehme schon die ganze Zeit auf. Haha. Ist ja nicht so schlimm. Up, bitches. Oh, hello. Hello. Buona sera. Buona sera. Ihr seht hier Coca-Cola. Drei Walrosse in natürlicher Umgebung. Ist so. What the fuck? What? Hey, guck mal das. Was? Der war gerade raus. Da sind Krebs drin. Hast du viele da war eine Krebs drin. Ja, hast du viele hier. Der war gerade raus mit der Schere. Diese ganzen Löcher, wenn du über den Strand gehst, diese ganzen Löcher, die in dem Strand sind, muss man gleich drauf achten. Aber der ist jetzt ganz rein. Das sind alles kleine Krebse. Ey, der war geil. Kann man das essen? Ja, das ist bestimmt was. Ja, klar. Ja, aber ich habe gedacht, so auch. Weißt du, so leere Hülle. Nein, nein. Nein, der ist weg. Der kommt schon wieder. Ja, den musst du jetzt absetzen, dann irgendwann kommt der wieder. Was denn so? Ui. Was ist denn lecker? Boah, war super. Sieht man. Ja, mir doch scheißegal. Fertig. Ne? Zwei Minuten, einmal kurz duschen. Klamotten drüber. Das Schöne in Thailand ist ja, du ziehst ja einfach so ein Shirt an und das war's. Wir leben immer noch aus dem Koffer. Das werden wir auch die nächsten Tage? Das werden wir auch die nächsten Tage tun, da wir ja bald die Insel wechseln und sich hat. Ja, wir waren eigentlich zu faul, das aus. Also viel mit dir an. Ich packe keine Koffer ein und aus, das zu machen. Aber naja, ist halb so wild. Wir sind ja eh bald hier weg. So, die Dame ist sich natürlich noch am fertig machen. Nicht so wie ich, ne? Zack, 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 alles am Start und muss natürlich wieder warten. Jetzt gleich geht es auf nach Tongsala. Tongsala, glaube ich, Tongsala, Tongsala. So ein bisschen, da wollten wir eigentlich erst gestern noch, glaube ich, hingefahren sein, aber dann hatten wir keinen Bock mehr. Jetzt fahren wir heute dahin, da soll ein bisschen was mehr abends los sein, mehr Bars und sowas alles. Gucken wir uns das da mal an und nehmen euch natürlich mit, dass ihr das auch mal seht. Das Geile hier ist, ihr müsst mal gucken, das ist ja, sind ja so Opferschreine und die opfern, also da stehen immer so orange, rote Fanta steht da immer. Das wird hier geopfert, also das sehe ich überall in Thailand, immer diese rote Fanta. Ich muss mich mal erkundigen, warum die diese rote Fanta immer da hinstellen. Ein paar Leute gefragt, hier vorne ist so ein Nachtmarkt, da gehen wir jetzt mal drüber, gucken uns das mal an, dann gehen wir danach die Walking Street, weil der Nachtmarkt der wahrscheinlich früher zumacht. Ich habe gerade so ein bisschen Angst um mein Leben gehabt, ne? Ja. Wir fangen mal einfach hier an. Ja. Guck mal, hier wird das sogar geshaked. Shake, boom, shake, 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 shake. Was machen die? Die drehen das, damit das immer schön kalt bleibt. Also man merkt ganz klar, dass Low Season ist, ne? Also Sommer. Oh. Im Winter ist hier auf jeden Fall mehr los. Viele Bars sind zu und so, aber ich finde es nicht schlimm. Ich brauche sowieso immer nur einen Laden, wo ich mich irgendwie hinsetzen kann, ein bisschen chillen, was trinken. Okay. Die Zeit der Disco-Besuch und Non-Stop-Action ist vorbei, außerdem haben wir ja auch noch Pattaya vor uns money. Und da wird der in die Post abgehen. Was ist? Spieße? Ja. Achso, yeah, sorry. 20 Bar. Ist das warm? Ja. Achso. 20 Bar. Was haben die jetzt gekostet? 20. 20 Bar. 110. Ist gar nichts, ne? 50 Cent jetzt für zwei von den Teilen. Gib mir mehr, welche? Wie? Was du gekauft hast.
Bis danach. Ja, das war's. Hier ist jetzt nicht viel los, ne? Wir gehen jetzt mal da in die Walking Street. Gucken mal die Walking Street an im Laden. Hey. Schauen wir mal vegan, ne? Ja, mal gucken hier von der vom eskalierenden Nightlife hier. Hallo! Wonderful, we come back. Mittlerweile überall die Weed-Läden, aber wir haben mal Weed da geholt und ich kann absolut sagen, das Weed hier ist nicht das geilste. Ich tippe mal, dass das irgendwie so, ja, das ist ja gerade jetzt in der Low Season, da geht ja nicht viel weg. Ne? Wahrscheinlich schimmelt das und dann holen die das da ein bisschen raus oder keine Ahnung, was die damit machen. Auf jeden Fall war das Weed, das wir hatten, in der Regel immer scheiße. Scheiße geschmeckt, Wirkung war kacke. Also, das ist ja auch hier so Outdoor-Zeug, ne? Of course, mein Horst, das ist auch geil. Das sieht auch cool aus. Das ist auch geil. Alter, hat der Plugs in den Ohren. Hä? Hatte der Plugs in den Ohren. Also, Leute, ich würde sagen, der Trip hierhin hat sich gelohnt, oder? Eskalation pur. Ist das jetzt hier alles schon gewesen? Ich hab eins. Ist das jetzt hier? Hörst du auf und dann eine Woche später hörst du auf. Alles gewesen. Alter, das war jetzt hier alles. Ja, wenn ich die Alte am Strand noch mal sehe, ersäufe ich die. Was mehr? Die blöde Sau, ey. Da gibt's ja bestimmt noch irgendwo was. Ja, guck, google doch mal. So, wir haben uns gerade so Typen angequatscht. Und der sagt, das ist hier einfach, weil Low Season ist. Und wir haben auch noch Montagabend. Und hier ist alles zu. Und jetzt zeige ich euch mal die Länge dieser immensen Walking Street. Schatz, da hinten seht ihr den Roller. Nächsten Bogen. Da ist das Ende der Walking Street von Tonsala. Also lasst euch nichts erzählen. Die Insel hier ist auf jeden Fall, so Kupangan ist auf jeden Fall, finde ich, von den Stränden her mega. Strände mega, ne? Besser als Samui. Ja. Ja. Aber nightlife-technisch echt low. Das ist low, low, low. Low, 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 low. Also ich stell vor, du kommst hier mit einem Kumpel an. Und willst hier ein bisschen eskalieren und Party und ein bisschen Red Light und all sowas? Und dann hast du hier so eine Straße. Boah, ich wäre so abgefuckt. Ich wäre so unnormal abgefuckt. Echt. Also Leute, Kupangan, nur Pärchenurlaub oder halt, wenn Fullmoon Party ist. Ich habe immer Angst, dass du irgendwann einen kurzen kriegst und ich krieg's auf den Kopf oder so. Glaub ich nicht. Hat jemand Hunger? Nee, ich hab grad keinen Hunger. Nee? Aber ich hol mir bei 7-Eleven was zu essen. Komm, ich zeig dir mal was nächstes Geiles zu essen. Wäre ich nicht verheiratet, ich würde dich glatt heiraten. Na? Die an wieder mit ihren Hunden. Ach so. So. Uli Wusel. Der sieht aus wie so der zerstreute Professor, haben wir den gestern getauft. Ist so. Ja. Ein richtiger Hund. Na, du bist ein Süßi, bist du, ne? Du bist ein Süßi, bist du. Die Ann holt immer Hundefutter für die. Jetzt geht's zur Massage. Die Massage hier ist ziemlich teuer sogar. Also wir bezahlen jetzt, ich glaube, für eine ganz normale Fußmassage bist du bei 400 Baht oder so. Ölmassage bist du, glaube ich, bei knapp 500. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wobei das natürlich im Vergleich zu den Preisen in Deutschland immer noch ein Lacher ist.
Aber man muss ja auf die Knete achten. Ne? Deshalb gucken. So ein Pärchen, die wir hier kennengelernt haben, die kommen noch mit. Wir müssen natürlich direkt mal ein bisschen handeln mit den ganzen Köpfen da. Ne? Ich habe mir jetzt was zu lesen mitgenommen. Ich will eigentlich nie zu lesen, aber gleich für die Fußmassage. Die Antwort, was machst du für Massage? Ja, ich mache Fußmassage und dabei kann ich dann schön mein Buch weiterlesen. Hier für alle, die man sich für Gästekurse interessieren. Ihr habt immer 38 ist der Kurs, den ihr kauft. 40 ist, wenn ihr den wieder verkauft. Ne? Und der Kurs auf den Inseln ist immer ein bisschen schlechter als am Festland. Ne? Also der liegt ja momentan fast bei 40. Jetzt kriegst du hier 38, 55, was für hier okay ist. Auf Koh Samui habe ich jetzt von Leuten gehört, die hier sind, dass der so bei 39 liegt. Und wenn du jetzt auf dem Festland bist, dann liegt der so bei 39, 80, 40, 1 oder sowas. Ne? Weil der Kurs momentan super, der ist besser als alles, was ich bis jetzt hatte. Guck mal, das Ganze im Hellen. Die Straße, die wir dann so im Dunkeln langlaufen. Natürlich, ich meine, in Deutschland sehen die Straßen ja fast genauso aus mittlerweile. Ne? Übrigens hier, das ist eine Tankstelle. Ja, das ist Sprit. Und der wird dann in die Roller reingepackt. Und es ist auf jeden Fall ein lustiges Erlebnis, wenn der die dann ansetzt und mit einem Ruck da reinschüttet. Wenn der ein bisschen zu langsam schüttet, dann geht die ganze Scheiße daneben. Einen richtig guten Roller. Und hier kann man das Profil sehen. Der ist natürlich, die sind hier alle immer schön gewaschen und top gewartet. Profil wird auch überbewertet, das ist auch kein Mensch. Wir haben jetzt gehört, dass die beste Massage wurde, die müssen wir natürlich für euch hier testen. Können wir abwarten. So, die Ann tut natürlich das, was sie am liebsten tut. Ist das eigentlich wie so eine Sucht bei dir, das mit dem Einkaufen? Nicht irgendwie, es ist eine. Okay. Das ist, das merkst du immer, wenn die Ann irgendwie Geld in der Tasche hat, dann merkst du, das ist wie so ein Jucken. Das muss weg. Das ist wie so ein Fremdkörper, den die loswerden muss. Aber ich habe ja kein Geld in der Tasche, das heißt, mein Mann zahlt. Ja, dann ist das Jucken irgendwie noch stärker, oder? Ja. Da juckt es nicht nur, ist auch egal jetzt. Ich kann jedem nur sagen, der hier shoppen will, wenn ihr natürlich noch mal nach Pattaya oder aufs Festland fahrt, kauft da ein. Festland viel billiger als Insel. Die Ann hat natürlich, wie immer, die ist ja ein Kühlschrankmagnet-Junkie. Ich bin bei den anonymen Magnetoholikern. Kühlschrankmagnet, deshalb haben wir den. Wie findet ihr den? Könnt ihr mal eure Erfahrungen mit Kühlschrankmagneten in die Kommentare schreiben. Die anonymen Magnetoholiker. Weil irgendwie alle Frauen, die ich so kenne, von Bekannten von mir, sind alle Kühlschrankmagneten-Junkies. Kommt gerade ein bisschen nach. Schuh. Oh, Big Bag. Big Bag. Nice. Was? Very good. Das sind ja die Big Bag, hä? Okay. Looks very good. Can I make video, yes? Okay. Which is the best one? Ah, die Kuchen ist eh. Sehr gut aus, schön harzig. This is the best? Can I smell? Kaufst du jetzt ein ganzes Paket oder was? Nö, ich riech da nochmal dran. I like your tattoo. I work tattoo too. You work tattoo? Me too, tattoo artist too. We come from Germany, we have two. Ich muss sagen, die riechen nicht so gut. Ne? Das ist halt Ausgang. Okay, thank you, my friend. Bye bye, see you. Also, ich muss sagen, die riechen nicht so gut. Aber das sind halt auch alles so Outdoor. Ich hoffe, das Video kann ich überhaupt auf YouTube hochladen, oder dass ich da gesperrt werde. Das sind alles so Outdoor-Gräser, ne? Und das riecht nicht. Du riechst halt, das ist nicht wie ein gutes Indoor-Weed, was du dir kaufen kannst, ne? Deshalb, wir haben ja auch zwei verschiedene Sorten hier probiert und ich fand die beide kacke. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr da irgendwelche anderen Erfahrungen gemacht habt. Weil, also ich fand die nicht so gut.
ein Hostel. Jetzt stell dir die mal Anne vor, hat hier gerade was entdeckt. Hier. Und zwar, hier ist ein Nerzenschaufenster. Und ich war ja schon oft in Thailand. Wir kennen auch wirklich eine Menge Massageläden, aber das Herz, die sagt so, guck mal, das ist doch ein Happy Ending. Keine Ahnung. Das kann ich nach all meinen Jahren in Thailand nicht sagen, ob das Herz was zu bedeuten hat. Auch sei hier seid wieder ihr gefragt. Gebt mir mal Infos, Leute. Kommentare, Infos. Hat das Herz eine Bedeutung oder ist das einfach nur eine schöne Haberkaffee, das ist aber auch schön. Wir haben gerade auch gelernt, wo die Fähre ist. Fahren wir schnell nach Koh Tao rüber. Sagen wir mal kurz Hallo. Ist so, sagen wir schnell Hallo. Ist doch da drüben Koh Tao, ne? Oder? Hallo. Ist das Koh Tao oder Koh Samui? Samui. Samui. Oh, thank you. Das ist Koh Samui. Jetzt haben wir schon wieder was dazu gelernt. Ja, ich bin aber schnell drüben, ne? Hier, das ist der tolle Layla Beach. Ne? Traumhaft, oder? Diese blauen Bäume, die hier wachsen. Alter, stell dir mal vor, du bist in dem Hotel. Da würde ich mich schritzen, Junge. Alter. Mit den Plastikstühlen. Wenn du hier in so einer Bude ankommst. Nee, schön ist anders, wir machen die nächste Mal zusammen Urlaub und dann nehmen wir das Hotel hier. Schön ist anders. Oder? Also mal ganz was zu rollern. Ihr kriegt ja hier überall Roller. Und ihr müsst, damit ihr hier keine Probleme kriegt, müsst ihr erstmal in Deutschland, das ist mein Wissensstand, falls ihr da anderen Wissensstand habt, sagt mir das gerne, schreibt mir gerne Kommentare mit, müsst ihr einen internationalen Führerschein haben. Also ihr müsst erstmal einen deutschen Motorradführerschein haben. Ja? Und dann müsst ihr, das Ding sieht so aus. Also bei 16,5 fand ich das doch nicht so schön. Da sind nicht meine Daten drauf. Müsst ihr einen internationalen Führerschein haben und ihr müsst immer beides mitführen. Ja? Also wenn ihr mit dem Roller hier fahrt, immer beides mitführen, internationalen sowie deutschen, Schweizer, Österreicher, keine Ahnung was Führerschein. Und die haben hier keine Versicherung auf die Roller. Also wenn ihr das Teil zerlegt, seid ihr natürlich in Popo gekniffen. Und achtet drauf, also macht vorher immer ein Video. Das ist wie dieser Nap mit den Jetskis und alles. Immer ein Video kurz machen davon. Dann habt ihr danach am besten, wo der Typ auch noch drauf zu sehen ist und irgendwie so in die Kamera macht oder sowas. Und dann habt ihr danach keine Diskussion, dass die euch da irgendwelche Schäden anhängen wollen. Ne? Weil habe ich selber noch nicht erlebt, aber wir haben halt auch immer ein Video gemacht. Keine Ahnung, wie die reagiert hätten, wenn wir es nicht gemacht hätten. So. Mal, ich mache eine schöne Fußmassage, die Anne macht eine Ölmassage. Guck mal, gib mir mal mein Buch, gib mir mal die Cola. Dann setze ich mal hier hin, ne? So sieht das hier aus. Und dann guck mal, welchen nehme ich denn? Ich habe keinen Bock, hier so vor dem Fan zu sitzen. Von mir hier. Okay? So, ich lasse mir jetzt die Fußmassage verpassen. Wie gesagt, hier auf der Insel ziemlich teuer, 400 Watt. Koh Samui wesentlich günstiger, Pattaya richtig günstig. Aber sie macht das ziemlich gut. Und ist jetzt eine Stunde. Ich lese dabei mein Buch weiter. Die Anne macht eine Ölmassage. Die wird bestimmt gleich auch noch was dazu sagen, wie sie war. Ich zeige gleich noch, wie der Laden hieß. Also wenn wir den empfehlen können danach, dann sollt ihr das natürlich alle wissen. Die hat mir direkt hier einen Ventilator hingestellt, der aber zu hoch eingestellt war, sage ich, nee, das will ich nicht. Ich bin immer ein bisschen schissig, dass ich krank werde. Ich gucke auch immer, dass ich in keinem Klimaanlagenzug sitze. Und dann hat sie den direkt weggestellt und alles. Also bis jetzt alles sehr, sehr gut. Sie macht das auch absolut top. Also, wir waren hier bei der Bankara Bunda. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Massage. Und ich muss sagen, die war super. Sie hat eine super Fußmassage verpasst. Also super. Ich fand die richtig gut. Wie war deine Massage? Meine Massage war very gut. Ich habe geschlafen. Svenja und ich, wir waren so. Wäre ich zu geizig für, um bei einer Massage einzuschlafen. Okay.